Wir steigen nun ein, und zwar beginnen wir mit der Regierungsbefragung. Da ist, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Jawohl. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die Befragung der Landesregierung nach § 45a unserer Geschäftsordnung und blicke in die Reihen der AfD. Sie haben heute als Erste die Herr Höse. Ja, okay. Danke. Wenn das immer etwas blendet, einfach vielleicht auch mal kurz aufstehen. Also Herr Höse, Sie haben sich schon gemeldet und Sie können dann natürlich auch gleich nach vorne kommen, bitte. Ach ja, zum Mikro. Ja, nach 3 Tagen muss man denn doch aber mal. Sie stehen aber schon ordentlich, das haben Sie vernünftig gemacht. So, Herr Höse, Sie haben das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vor der eigentlichen Frage an die Landesregierung muss ich einleitend noch etwas ausholen. An den Justizskandal der letzten Jahre können Sie sich ja hoffentlich daran erinnern. An die Schläge eines syrischen sogenannten Flüchtlings am 29. September 2017, durch die der 30-jährige Markus Sempel in Wittenberg zu Tode kam. An die danach folgende etwas, ich sag's mal, verwirrte PM der Staatsanwältin Naujok, damals am 2. Oktober 2017, also 3 Tage später, unter der Regie des linken leitenden Oberstaatsanwaltes Volker mit F. Bittmann, dann an die zahlreichen Falschaussagen der Justizministerin Kehling hier bei uns im Rechtsausschuss und ihres Generalstaatsanwaltes Konrad, an die jahrelangen Ermittlungen mit wechselnden Staatsanwaltschaften, abgelehnten Haft- und Altersfeststellungsanträgen, an widersprüchliche Antworten auf kleine Anfragen zum Täter. Das alles zog sich jahrelang, als es dann überhaupt erst zur Anklage kam. Und an dem Prozess, der erst mehrmals bewusst verzögert, fast schon verschleppt wurde. Ich hoffe, auch daran kann sich irgendjemand von Ihnen erinnern. Und der dann nach nur der Hälfte der angesetzten eigentlichen Verhandlungstage plötzlich ganz schnell in so einem Kuschelbewährungsurteil endete. Herr Höse, darf ich bloß kurz darauf hinweisen, Sie haben höchstens 3 Minuten mit Vorbemerkung. Ja? Alles bitte. Klar. Dass man solch ein Urteil gerade als Vater eines Hinterbliebenen nun schlecht akzeptieren kann, dürfte wahrscheinlich jedem klar sein. Herr Hempel wehrte sich dagegen. Dies wiederum gefiel scheinbar einigen Leuten bei uns oder Personen im Land nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Und so fing er sich zumindest als trauernder Hinterbliebener eine Gefährderansprache ein. Eine Gefährderansprache, die in der Regel eigentlich nur mit, Islamisten, Terroristen oder anderen üblen Zeitgenossen geführt wird. Doch Gott sei Dank wehrt er sich auch dagegen, sodass die ganze Geschichte nochmal überprüft wurde und dann zurückgezogen. Aber das ist der eigentliche Polizeiskandal zu diesem Justizskandal der letzten Jahre. Und ich frage Sie hiermit zu dieser durchgeführten Gefährderansprache gegenüber dem Vater eines deutschen Todesopfers von Ausländergewalt. Warum kam es aufgrund welcher konkreten Erkenntnisse Ihres Superinformanten zur Gefährderansprache, obwohl das LKA in seinen Ausführungen bereits darauf hinwies, dass es sich nur um Entscheidungshilfen handelt, die weder zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens geeignet noch beweissicher oder gerichtsverwertbar sind. Originalton. Und von der auch die Sachgebietsleiterin Recht der PI Dessau der Meinung war, die Gefährderansprache ginge weit über das in diesem Rahmen Zulässige hinaus. Vielen Dank, Herr Höse. Ich schaue jetzt in die Regierung hinein. Frau Kehling. So, bitte. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie haben eben die Vorgeschichte des Prozesses wegen Herrn Markus H. geschildert. Wenn da hinten raus hinaus aus bestimmten Folgerungen, Äußerungen hinterher eine Gefährderansprache resultiert, dann ist das Sache der präventiven Gefahrenabwehr, zu der ich nichts sagen kann. Ja, wir haben ja auch noch den. Genau. Kleinen Moment, wir haben erstmal die erste Frage. Ja, alles gut, danke. Aber dann könnte ja der Innenminister noch, oder wer sollte? Ja, vielen Dank, Frau Kehling. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Bitte. Entschuldigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zu diesem Einzelfall kann ich hier nichts sagen.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich etwas dazu sagen darf. Ich gehe davon aus, dass das ein Verfahren ist, wo ich hier im Einzelnen keine Stellungnahme zu abgeben kann. Vielen Dank, Herr Minister Richter. Sie haben eine Nachfrage. Naja, ich habe mir das schon so ähnlich vorgestellt, dass das so abläuft, wobei ich das durchaus nachvollziehen kann, dass jetzt ein Minister, wenn er herkommt und gar nicht weiß, worum es geht, grundsätzlich nicht auf alle möglichen potenziellen Fragen antworten kann. Ja, das ist völlig klar. Aber das macht vielleicht auch gerade die Absurdität dieser Geschichte hier klar und deutlich. Mhm. Also ich meine, kein Mensch kann auf Fragen antworten, ja? Und trotzdem führen wir so eine Befragung hier durch. Erstmal. Was soll das? Die erste Frage hat er mir nicht beantwortet. Ja, das ist klar. So, jetzt hatten Sie eine Nachfrage. Ja. Die wird natürlich auch nicht beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Lagen der PI DESO die geschwärzten Teile der Verwaltungsakte in Klarschrift vor? Das habe ich jetzt nicht akustisch. Lagen der PI DESO die geschwärzten Teile der Akte in Klarschrift vor, worauf sich der Entschluss, eine Gefährdeansprache durchzuführen, ja bezog? Also die haben ja Informationen bekommen vom LKA. Worauf die sich überhaupt gründeten, war meine erste Frage. Wissen Sie überhaupt jetzt, von welchem Fall ich spreche? Gefährdeansprache war nicht bloß regional, sondern auch bundesweit eigentlich in Schlagzeilen. Sollte auch Ihnen jetzt nicht entgangen sein irgendwie. Also ich verstehe das nicht, dass jetzt gerade ein Minister, den seine Behörde dort irgendwie ich sag mal... Herr Höse, es kann natürlich auch andere Ursachen sagen, haben, warum nicht darauf geantwortet werden kann. Aber Herr Richter, Sie können das jetzt vielleicht nochmal beantworten, ob Sie überhaupt darauf erwidern dürfen oder können oder wie auch immer. Bitte, Herr Richter. Ich bitte um Verständnis. Ganz egal, wer hier Minister ist, dass er zu Einzelfällen, die irgendwann waren, mit entsprechenden Ansprachen, mit irgendwelchen Schwärzungen und was weiß ich, überhaupt keine Antworten geben kann, unabhängig davon, ob in dem Fall überhaupt eine Antwort gegeben werden dürfte. Das kann ich sagen, können Sie in einer Fragestunde nicht erwarten. So, Herr Höser. Gut, dann frage ich eben ganz allgemein, ist es üblich, dass Gefährdeansprachen geführt werden, die danach zurückgeführt werden, weil sie wahrscheinlich irgendwie rechtswidrig waren? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber vielleicht haben Sie es jetzt besser. Auch das kann man in dieser Allgemeinheit nicht beantworten. Das ist eine Einzelfallentscheidung, wo möglicherweise man hinterher noch Konsequenzen zu ziehen hat. Aber wie gesagt, auch das ist ein Einzelfall, den man in dieser Form Ihnen gegenüber hier so nicht beantworten kann. Aber Sie haben die Möglichkeit, eine kleine Anfrage zu stellen. Und dann könnten wir ja dann sehen, inwieweit wir Ihre kleine Anfrage auch tatsächlich beantworten können und dürfen. Dann werde ich das machen. Vielen Dank. Gut. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen. Herr Kirschner, Sie als Fraktionsvorsitzender? Nein, okay, deswegen frage ich. Dann habe ich erst Herrn Loth, der jetzt seine Frage stellen kann. Wer das, auch immer hier mir... Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen doch noch gar nicht, was Herr Loth jetzt fragen möchte. Sie fangen das genau schon von hinten an, das Pferd aufzuzäumen. Lassen Sie ihm jetzt erstmal die Gelegenheit... Vielleicht hat er tatsächlich auch in diese Richtung diese Fragen. Das kann ich doch jetzt noch gar nicht beurteilen. So, also Herr Loth, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Bitte. Ich glaube, ich habe ja schon oft genug bewiesen, dass ich einer der wenigen bin, der diesen sinnlosen Fragenteil hier verstanden hat, wie das funktioniert. Also nicht, dass der Frage sinnlos ist, sondern dass dieses Prozedere nicht förderlich ist, wie man die Fragen zu stellen hat und so. Mit hinstellen und handheben. Aber auch die Linke wird das noch irgendwann lernen, wie das funktioniert. Obwohl, einige fällt ja eh raus, von daher alles gut. Meine Frage war... Bei einer Ansprache eines Gefährders, woher kommt die Information, dass dieser Mensch ein Gefährder ist und wer checkt diese Information quer, ob die auch verlässlich sind? So, jetzt schaue ich noch mal in die Richtung, da geht es ja jetzt nicht um einen ganz bestimmten Fall, so wie ich das jetzt gehört habe, sondern generell. Den Einzelfall hat ja Herr Richter jetzt schon gesagt, können Sie jetzt ja auch gar nicht darauf antworten, dürfen Sie nicht, können Sie nicht. Ja? Aber hier geht es ja um allgemein, wenn ein Gefährder jetzt irgendwo entdeckt wird oder wie auch immer. So, Herr Richter, bitte. Die Informationen, ob ein Gefährder ist und hier eine entsprechende Ansprache zu erfolgen hat, kann aus den ganz verschiedenen Bereichen des Lebens kommen. Und das ist dann die Tätigkeit einer Verfassungsschutzbehörde
sozusagen mit diesen Informationen, die aus den verschiedensten Wegen kommen, umzugehen. Mehr kann man hier dazu nicht sagen. Und wenn jetzt sich herausstellt, dass die Informationen nicht zielführend waren und es zu einer rechtswidrigen Gefährderansprache gekommen ist, die dann auch zurückgenommen wurde, in dem Einzelfall hier, was passiert dann mit den welche dienstrechtlichen Konsequenzen hat das für die Beamten und welche Konsequenzen hat das für einen Informanten? Herr Richter. Auch diese Frage kann ich in dieser Form so konkret nicht beantworten, ob es überhaupt dienstrechtliche Konsequenzen hat. Es kann sein, dass Informationen sich hinterher als nicht derartig belastbar herausstellen, dass man zurücknehmen muss. Das hat aber dann mit dienstrechtlichen Konsequenzen überhaupt nichts zu tun. Ich fragte noch, welche Konsequenzen das für diesen Informanten hätte. Bleibt er weiter im Informantenpool oder fällt er raus oder wird er irgendwie markiert, dass da nichts gekommen ist oder sowas? Auch das ist eine Frage des Einzelfalls, die man hier so allgemein nicht beantworten kann. Ja. So, ich denke mal, Sie bleiben gleich einen Moment stehen. Herr Kirchner und Herr Reudern. Okay. Ja, ich hätte eigentlich eine Frage an das Justizministerium, deswegen könnte Herr sich der... Herr Kurze und Herr Ministerpräsident, ein bisschen. Hey. Herr Kurze und Herr Ministerpräsident, bitte. So, Herr Kirchner, jetzt haben Sie das Wort. Ich hätte eigentlich eine Frage ans Justizministerium, darum denke ich, dass der Innenminister sich widersetzen kann. Meine Frage ist, der Täter Sabri Hamida lebt ja hier in Magdeburg und... Meine Frage ist, wird die Einhaltung der Bewährungsauflagen für Sabri Hamida behördlicherseits geprüft? Wenn ja, durch wen und wie? Und die Anschlussfrage, die ich daran habe, ist, wird der dem Gericht nicht angezeigte Wechsel der Wohnung des Aufenthaltes und damit der Verstoß gegen die Bewährungsauflagen Konsequenzen für den Straftäter Hamida haben? Und wenn ja, welche? So, jetzt schaue ich zur Justizministerin. Frau Keding kommt nach vorn. Bitte, Frau Ministerin. Jedem verurteilten Straftäter wird der zur Bewährung verurteilt worden ist, beziehungsweise wo die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist, beziehungsweise die Leute, die nach Verbüßung ihrer Strafe entlassen worden sind und unter weitere Bewährung beziehungsweise Führungsaufsicht gestellt werden, wird ein Bewährungshelfer zugeordnet, der sich um die persönlichen Verhältnisse und auch um die Einhaltung und Kontrolle der Auflagen kümmert. Wenn es Punkte gibt, die dazu monieren sind, dann wird entsprechend die Strafvollstreckungskammer bzw. das zuständige Gericht informiert. Ja, bitte, eine Nachfrage denn. Ja, ich hatte ja konkret gefragt, es ist ja nun so, dass der Straftäter die Wohnung gewechselt hat, ohne es zu sagen. Und da ist natürlich ein Verstoß der Bewährungsauflagen zu sehen. Und da frage ich jetzt, welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das für den Straftäter? Frau Ministerin. Das wird durch die zuständigen Stellen dann festgestellt. Erstens, dass die Tatsache, ob die zutrifft und zweitens, welche Konsequenzen das hat. Jetzt habe ich noch Herrn Reu auf meiner Liste. Bitte, Herr Reu. Ja, vielen Dank. Ich muss wirklich sagen, die Aussagen der Landesregierung finde ich nicht ausreichend, insbesondere des Innenministers. Es geht hier um eine bundesweite Berichterstattung zu einem, Zitat, Polizeiskandal. Muss ich das mal vorstellen. Ein Sachsen-Anhalter in Wittenberg verliert seinen Sohn, kämpft für Gerechtigkeit und bekommt dann eine Gefährderansprache, wo ihm sicherheitsbehördliche Maßnahmen angedroht werden. Es stellt sich dann raus, dass, ja, bis hin zu Haftandrohung, es stellt sich dann raus, dass das alles rechtswidrig war. Und ich frage jetzt ganz konkret,
Es geht ja hier um diesen einen Fall, der bundesweit in den Medien steht. Hat diese Landesregierung, es ist mir auch ganz gleich, ob Frau Keding, Herr Ministerpräsident, der die Verantwortung für die gesamte Regierung hat, oder der Innenminister, diesen Fall konkret hier geprüft und kann uns heute hier sagen, warum das geschehen ist. Hier wird ein Vater kriminalisiert. Das ist meine Meinung dazu. Und ich möchte gerne wissen, ob diese Landesregierung diesen Fall geprüft hat und welche Konsequenzen das hat. Verdammt nochmal. So, jetzt kann ich nur noch mal reinschauen, ob Frau Keding noch mal. Bitte, Frau Keding. Der Bereich der Gefährderansprache bzw. welche Äußerungen, welche Sachverhalte dazu führen, dass eine Gefährdung angenommen wird und wer dann angesprochen wird, wie das passiert und auf welche Art und Weise, gehört zum Bereich der präventiven Gefahrenabwehr und unterfällt damit nicht den Zuständigkeiten der Justiz. Ja, weiß ich nicht. Wenn Sie mich fragen, weiß ich auch nicht, warum Sie nicht sehen, dass die Gefahrenabwehr... Frau Keding, das kann man so... Kleinen Moment, meine sehr geehrten Herren. Kleinen Moment. Wenn Frau Keding hier vorne steht und spricht sie dann auch für die Landesregierung und wer jetzt im Prinzip dafür zuständig ist, das müssen Sie natürlich jetzt auch in der Landesregierung unter sich jetzt klären, wer für diese entsprechende Frage auch sich zuständig fühlt. Wenn Sie das nicht sind, werte Frau Keding, dann schaue ich in die Regierung noch mal rein und gucke zum Innenminister oder zum Ministerpräsidenten. So, vielen Dank, Frau Keding. Müssen wir trotzdem einen kleinen Moment warten, Herr Richter. Nee. Das so, ist Herr nicht, Richter, jetzt... Frau Präsidentin, wer hier vorne... Warten Sie mal einen kleinen Moment, Herr Richter. Wenn die Herren jetzt auch bereit sind, eventuell vielleicht doch eine Antwort zu bekommen, dann können Sie natürlich auch reden. So, ich denke jetzt... Ja, danke, Frau Präsidentin. Bitte. Ich habe hier vorhin schon gesagt gehabt, dass wir zu dem Einzelfall hier nichts sagen können und auch nichts sagen werden. Sie können gerne davon ausgehen, dass wir Ihnen das schriftlich beantworten. Und wer hier vorne steht, ob Herr Steichen, Herr Richter, auch der hätte sich hier nicht anders verhalten. Herr Reu, Sie haben jetzt doch noch eine Nachfrage. Ja, meine konkrete Nachfrage war, ob die Landesregierung, ob der Innenminister oder die Justizministerin es diesen Fall konkret schon geprüft hat. Es ist ja schon ein paar Tage her. Und da will ich auch keine Anfrage stellen. Es geht hier um einen Polizeiskandal, wo unser Bundesland öffentlich in der Kritik steht. Und ich kann doch hier wohl mal eine Antwort erwarten, ob dieser Fall, es ist ja der konkrete Fall, den wir ansprechen, geprüft wurde und welche Konsequenzen das hat. Und meine zweite Frage wäre dann gewesen, ob sich diese Landesregierung wenigstens mal bei dem Vater entschuldigt hat bisher. Das wäre wohl das Mindeste. Applaus